Hast du in der Kindheit verschiedene negative Erfahrungen gesammelt und weißt du nicht, was die Ursachen dafür sind, dass du immer wieder von Nähe weggehst? Ist das der Mensch, der in deiner Nähe ist? Ist das der Körperkontakt oder das Gefühl, was diese Nähe auslöst? Und hast du vielleicht auch schon den Stempel von beziehungsunfähig erhalten oder denkst du sogar über dich selbst, dass du das sei? Auf all diese Fragen erfährst du die Antworten in diesem Video. Als erstes müssen wir verstehen, dass wenn wir negative und tiefgehende Erfahrungen in der Kindheit, die gewaltvoll waren, erfahren haben, dass diese Erfahrungen sehr tief sitzen. Dazu habe ich ja in mehreren Videos schon gesprochen, wie und warum diese Erfahrungen bei uns sehr tief in unserem Gehirn abgespeichert sind und wie diese Erinnerungen beziehungsweise unbewusste Muster bis heute eine Kontrolle über uns haben. Und genau das ist auch der Grund und die Ursache, warum du, wenn dein Grundbedürfnis Bindung, und darum geht es ja in diesem Video, wenn dein Grundbedürfnis Bindung in der Kindheit verletzt wurde und nicht erfüllt werden konnte, dass du im Fall von Nähe in Beziehungen, du dann immer wieder auf Distanz gehst. Dass du im Fall von Nähe in verschiedensten Beziehungen, ob das Intimbeziehungen sind, ob das Arbeitsbeziehungen oder Freundschaft, aber du immer unschlüssig verhältst und auf eine innige Bindung nicht eingehen kannst. Wovon hängt es ab, wie du dich verhältst? Das ist eine ganz spannende Frage und ich kann dir schon sagen, wenn unser Grundbedürfnis Bindung verletzt wurde, dann handelt es sich immer um Abgetrenntsein, Abgetrenntheit und um Ablehnung. Jetzt lass uns mal die fünf verschiedenen Fallbeispiele ansehen, die ja sehr typisch auch gerade bei Bindungs-, Entwicklungs- und Komplextrauma sind, unter dem Scheinwerfer beleuchten. Gleich zu Beginn möchte ich sagen, dass es ganz klar sein muss, dass du keine Schuld trägst, weil diese Überzeugungen, diese ganz tief sitzenden Überzeugungen, sind sozusagen aus diesen gewaltvollen Erfahrungen als Überlebensstrategie entstanden. Und zum Glück sind sie entstanden, damit wir überlebt haben. Dass wir heute damit zum Teil vielleicht nicht so umgehen können, dass es uns, naja, dazu verhilft, dass wir in eine liebevolle Beziehung landen, was letztes Endes von uns allen die tiefste Sehnsucht ist, ja, daran lässt sich was ändern, wenn wir kognitiv die Ursachen erkennen. Das wäre dann Schritt 2, wenn wir diese erkannte Muster ganzheitlich erfassen, also wir so richtig wie eine Landkarte auch aufdecken, was alles an Auswirkungen diese Überzeugungen in unserem Leben eben verursachen. Sowohl in, ja, in meinen Emotionen, also in meiner Gefühlswelt, als auch welche Auswirkungen hat es denn auch auf meinen Körper. Manche Situationen, wo es um Nähe geht, lösen sogar ein Flashback aus. Also es kann dazu führen, dass du tatsächlich ja, vom autonomen Nervensystem die Meldung bekommst und vielleicht fängst du an zu zittern oder Schweißausbruch, was über dich ergeht, oder Herzrasen
oder du bekommst ein ganz mulmiges Gefühl von toxischem Scham. Es können verschiedenste Varianten sein, da ja eben jedes Trauma und jede Persönlichkeit, die ja daraus entstanden ist, ganz, ganz unique und einzigartig ist. Jetzt lass uns zurückgehen zu den 5 Fallbeispielen. Warum sind überhaupt diese Bewältigungsstrategien oder Bewältigungsreaktionen entstanden? Naja, ganz klar, weil das Grundbedürfnis Bindung durch die Bezugsperson, die ja meist auch unsere Eltern waren, aber nicht so erfüllt waren, die uns zum Gedeihen, ja, helfen können hätten, sondern die haben uns Schmerz, Ängste verursacht. Und das ist ja dein heutiges Ich, Chitta, und das ist ja dein kleines traumatisierte innere Ich, dein kleines Kind, was du ja in dir trägst und diese ganz tiefe Überzeugungen immer noch mit unter deinem Herzen bewahrt. Wenn emotionale Vernachlässigung erfahren hast, haben sich deine Eltern kalt, emotional vernachlässigend und abwertend, ignorierend verhalten. Und daraus hast du dir folgende Überzeugungen als klein traumatisierter inneres Ich entwickelt. Ich bin wertlos und überflüssig. Niemand ist für mich da. Mich braucht ja niemand. Ich muss alles selbst tun, weil mir niemand hilft. Wenn ich jemand brauche, ist niemand für mich da. Was du als Kind erlebt hast, natürlich Verletzungen und Wut. Wut, was du womöglich nicht ausdrücken konntest. Was du aber heute erlebst und wie du dich in Beziehungen verhältst, das lässt sich in 3 verschiedenen Typen beobachten. Erster ist, wenn du deine Beziehungen sozusagen erduldest. Du bist in Beziehungen, wo du schlecht behandelt wirst. Und das ist ja nur dann möglich, wenn du um dich selbst nicht sorgst. Wenn du zu dem Typ Vermeidung gehörst, das heißt, dass du nicht auf Konfrontation und Auseinandersetzung, ja, gepolt bist, dann tust du meistens in Beziehungen einen Rückzug angehen. Du bist sozusagen der einsame Wolf und du flüchtest ja in Tagträume. Bei emotionaler Vernachlässigung gibt es 2 Möglichkeiten, wie du in eine Kompensation gehst. Entweder tust du andere ausbeuten und ist nicht selten, dass man eine Art Sexsucht bzw. ständig wechselnde Partnerschaften entwickelt, oder damit du dich wichtig genug und wertvoll genug fühlst, gehst du in ein Helfersyndrom. Mit dieser Rolle helfen geht meist auch ein Klammern einher, wo du an egal wem, aber sehr, sehr fest hängst. Zweiter Fall ist, wenn deine Eltern dich stets alleine gelassen haben und ihr Verhalten auch wechselhaft war. Das heißt, dass du keine Sicherheit in deiner Bindung erfahren durftest und sozusagen warst du immer wieder im Stich gelassen, verlassen, Teil sogar eine Art Verrat, was du von deinen Bezugspersonen, von deinen Eltern erfahren durftest. Ja, welche tiefe Überzeugungen hast du dir wahrscheinlich entwickelt? Und die anderen sind nie zuverlässig. Also ein ganz tiefes Misstrauen. Auch hier kann man 3 verschiedene Möglichkeiten oder Bewältigungsreaktionen typischerweise beobachten, je nachdem, welche Art, welche Strategie du sozusagen bei Konflikten in Beziehungen verwendest.
Und zwar, wenn du lieber alles erduldest, damit Harmonie bleibt, dann gibt es zwei Möglichkeiten, was du wahrscheinlich tust. Erste Möglichkeit, dass du dir immer Beziehungen aussuchst, die sowieso nicht zu erreichen sind. Also wie zum Beispiel verheirateter Mann oder verheiratete Frau oder dass du nach einem Job und nach einer Rolle, nach einer Position strebst in der Arbeit, welche eh nicht zu erreichen ist. Die zweite Möglichkeit ist, dass du deutlich eifersüchtig, dass du sehr eifersüchtig und ängstlich bist. Also stets eine Angst vor Verlust, beziehungsweise vor dem Alleingelassensein hast. Wenn du Konflikte vermeidest, dann wirst du hier wahrscheinlich nie eine intime Beziehung eingehen wollen, weil du immer Sorge trägst, dass diese Alleingelassen oder dass du wieder verlassen wirst, eintritt. Dementsprechend suchst du dir Beschäftigung, Hobbys und damit beschäftigst du dich. Aber auch deine Freundschaften sind recht oberflächlich. Wenn du in eine Aktion gehst und du diese Erfahrung, diese Verletzungen und Wut kompensieren möchtest heute, dann gehst du meist in der Kontrolle. Also du tust ja dein Partner, Partnerin ja überwiegend kontrollieren und versuchst du auch ganz hohe Erwartungen zu stecken, damit du eine Art Sicherheit schaffst. Oder brichst du Beziehungen sogar vorsorglich ab. Dein tiefster Wunsch ist, dass man in dir sieht, dass du besonders bist, dass du ein einzigartiger und besonderer Mensch bist. Der dritte Fall ist, wenn dich deine Eltern bzw. deine Bezugspersonen aber körperlich oder und emotional bzw. sexuell missbraucht haben. Da entstanden auch ganz, ganz tiefe Überzeugungen, die bis heute in dir als traumatisierter kleines innerer Kind trägst. Welche sind diese Überzeugungen? Nähe tut weh und die anderen sind böse mit mir. Ich habe es nicht besser verdient und mit mir kann man es machen. Wenn du der Typ bist, wo alles erduldet, dann verhältst du dich heute folgend. Du bleibst in missbräuchlichen Beziehungen, häufig auch unbewusst, und wiederholst du die Erfahrungen von damals. Du bist sogar auch misstrauisch und dennoch lässt du dich immer wieder ausnutzen. Wenn du eine Konfrontation vermeiden möchtest, dann verhältst du dich wahrscheinlich so, dass du entweder gar keine enge Beziehungen mehr heute eingehst, also auch zum Beispiel ohne Sexualität lebst und vermeidest du grundsätzlich enge Bindungen und Beziehungen. Wenn du zu dem Typ kompensieren gehörst, dann gehst du in die Aktion und entweder suchst du dir einen Kampfsport oder du suchst dir ein höheres Ziel sozusagen, wofür du engagieren kannst. Vielleicht sogar bist du ein Aktivist gegen Missbrauch oder Misshandlung. Oder kann dazu kommen, dass dieser Täter- und Opferrolle sozusagen eine Umkehr nimmt und dass sogar du zum Täter wirst und anderen missbrauchst. Der vierte typische Fall ist zu beobachten, wenn deine Bezugspersonen, also deine Eltern oder zum Beispiel schon recht früh in der Kindheit, in der Schule zum Beispiel, du sozial ausgegrenzt oder isoliert warst. Es kann sein, dass sich die Eltern zurückziehen und dass sie sich abschotten und meist, naja, also kaum irgendwie Freundschaften pflegen und Besuch hattet.
Und dadurch du ja vermehrt diese Isolation schon recht als Kind erlebt hattest. Welche Überzeugungen sind dann bis heute bei dir wahrscheinlich geblieben? Ich bin anders als die anderen. Mich versteht ja niemand und hört mir auch niemand zu. Wenn du der vermeidende Typ bist, dann wirst du in Beziehungen meistens den Rückzug bevorzugen. Und du wirst ja die wohlbekannte Isolation weiterhin fortsetzen und dich selbst in diese Abschottung verbannen. Wenn du zu dem Vermeidungstyp gehörst, dann wirst du höchstwahrscheinlich eine enge Bindung nur zu deiner Familie und vielleicht zu Gleichgesinnten, also die gleiche Interessen haben wie Sport oder sonstige Beschäftigung pflegen. Und du bemühst dich nie darum, dass du ja voll integriert wirst und angenommen wirst. Wenn du zu dem Typ Kompensation gehörst, also du in eine Aktion gehst und etwas bewirken versuchst, dann kann sein, dass du entweder in ein ganz starkes Leistungsverhalten gehst und damit kompensierst du diese isoliert sein. Es kann zum Beispiel Workaholic sein, oder es kann sein, dass du deinen eigenen kleinen Inner Circle, deinen eigenen Kreis bildest und damit sicherst du ein soziale Zugehörigkeit ab. Der fünfte Fall kommt sehr häufig vor und ist oft zu beobachten. Das ist, wenn Bezugspersonen oder Eltern dich beschämt haben, du nie genug warst und eine Unzulänglichkeit vermittelt haben und du diese Scham sozusagen ganz, ganz tief abgespeichert hast und in dich trägst. So hast du sehr oft Demütigung und Entwertung, Beschämung erlebt. Welche Überzeugungen hast du dir höchstwahrscheinlich entwickelt? Naja, ich bin nicht okay. Ich bin nicht genug. Und das werden die anderen sehr bald merken. Und vor allem, ich bin an allem auch noch schuld. Wenn du zum Typ Erdulden gehörst, dann wirst du höchstwahrscheinlich in beschämenden Beziehungen aller Art, ob das auch am Arbeitsplatz ist, aber bleiben. Du befindest dich immer wieder in der Rolle von einem Sündenbock zu sein und du erledigst auch nicht selten beschämende Tätigkeiten und Arbeiten, sogar manchmal freiwillig. Erkennst du dich vielleicht? Wenn du zum Typ Vermeiden gehörst, dann bist du höchstwahrscheinlich etwas scheu. Wenn es ein Event gibt oder eine Veranstaltung, du wirst nie in der Mitte von Aufmerksamkeit sein. Du hast womöglich Schwierigkeiten, auch mit Kontakte zu knüpfen. Du bist ja eher sozusagen auch im Kennenlernprozess, ja, dieses stilles Wasser. Du magst auch nicht unbedingt viel von dir selbst erzählen. Und zuletzt, wenn du zu dem Typ Kompensation gehörst, dann bist du jemand, wo unglaubliche Ansprüche hat, und zwar verschiedensten Bereichen des Lebens, ob das moralisch, ethisch, aber auch ja, was Arbeit angeht oder auch ja, ob das politisch ist und vor allem auch Leistung. Diese Ansprüche stellst du nicht nur an andere, sondern vor allem an dich selbst, damit du diese Unzulänglichkeit und diese Ich bin nicht okay kompensieren kannst und versuchst du perfekt zu werden. So entsteht auch Perfektionismus. Du ertappst dich wahrscheinlich häufig dabei, dass du alles, ja, überkorrekt machen möchtest, dass du alles immer auch pünktlich machen möchtest, dass du allem und jedem recht machen möchtest
und dass du anderen herabsetzt. Also wenn auch nicht geäußert, aber innerlich, vielleicht auch im Gedanken, wenn diese Ansprüche, die du gestellt hast, nicht entsprechen kann. Und es gibt nochmal ein ganz wichtiges Merkmal, dass du deine Leistungsfähigkeit ständig überschätzt. Und das ist die Folge dessen, dass du deine Grenzen, deine eigenen Grenzen nie erlernen konntest, dementsprechend heute auch gar nicht wahrnehmen kannst und du dann nicht selten in einer Burnout, also eine totale Erschöpfung, wiederfindest. Wir haben jetzt fünf typische Fälle mal durchgeguckt, die jetzt nur um das Grundbedürfnis Bindung gehen und du dich höchstwahrscheinlich im Öfteren erkannt hast. Klar, weil diese Fälle oder diese Geschehnisse auch in der Kindheit natürlich nicht immer einzeln passiert sind, sondern die mischen sich. Und so mischen sich auch deine Reaktionen darauf. Bis heute, dass wir sie nicht einzeln haben oder auch, dass diese Überzeugungen und Glaubenssätze nicht einzeln existieren, sondern die haben auch Wechselwirkung untereinander und auch je nachdem, auf welche Art von Mensch du triffst, welche Bindungserfahrungen dieser andere Mensch auch sammeln konnte, wird er dir aufeinander reagieren. Meine Empfehlung ist, dass du dich selbst erstmal kennenlernst und du dir selbst bewusst machst, welche Art von Bindungserfahrungen du früher gemacht hast und daraus, welche Überzeugungen ganz tief bei dir abgespeichert sind. Dank der Hirnforschung und Epigenetik wissen wir, dass wir Trauma nicht nur erben, aber eben durch unser Amygdala und Hippocampus wir sehr viel abspeichern und zwar auch auf limbischem Ebene, was dir bedeutet, dass wir viele Reaktionen von diesen Bewältigungsreaktionen nicht steuern können, weil wir schlicht und einfach dessen ausgeliefert sind. Wir können aber durch Achtsamkeit diese Reaktionen, wenn es um Schwitzen geht oder dass man Stottern beginnt oder dass du einen Scham plötzlich verspürst, durch diese Reaktionen können wir mit der Zeit mehr einordnen und zuordnen, was die Ursachen waren. Und durch das Verstehen können wir mehr Distanz dazu nehmen. Und wir können auch uns selbst, so wie wir sind, immer mehr lieb gewinnen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei.